Alter. Mann. Bitte nicht. Bitte nicht noch ein Prank, Bro. It's oh, bist du behindert? Ich will raus. Peace, Leute, was geht ab? Ich sehe zwar ein bisschen aus wie Elvis, aber das macht gar nichts. Denn ich werde in den nächsten 24 Stunden genug Zeit haben, um mich fertig zu machen. Denn heute werde ich die 24 Stunden im Bar-Challenge antreten. Ja, mein Creative Boyfriend dachte sich so, hey, 24 Stunden Kim im Badezimmer einsperren. Und da mache ich doch selbstverständlich mit. Für die Klicks, für die Klicks. Und natürlich gibt es auch Regeln, denn das Ganze läuft nicht einfach so. Sie geht ins Bad und ist dann da. Nee, es gibt natürlich auch bestimmte Regeln. Erste Regel, du darfst das Badezimmer nicht verlassen, bis auf deine Hand, die meine Hand? Nur raus darf, um den Lichtschalter an- und auszumachen. Zweite Regel ist, du darfst nur 15 Sachen mit reinnehmen. Trinken habe ich ja eigentlich genug. Ich trinke immer nur Leitungswasser, weil ich so healthy bin und deswegen ist das alles kein Problem. Okay. Und mit Essen muss ich mir auch noch was überlegen, ob ich irgendwie mir einen Toaster oder sowas mit reinnehme und dann Fleisch toaste. Es ist 20.32 Uhr. Ich habe mir jetzt alle meine Artikel sozusagen rausgelegt. Zu essen Brot, Käse, Wurst, Hähnchenschnitzel. Was sind das hier alle für Schnitzel, ey? Leberwurst, Hähnchenwurst, Teewurst? I don't know. Butter, Messer, Toaster. That's gonna be so beautiful. Ein Zauberwürfel, so ein Ausgrabungsset, damit ich auch ein bisschen beschäftigt bin. Mein iPad, Zubehör gehört dazu. Ein Teddybär, wo ich mich vielleicht drauflegen kann, aber den ich auch als Kissen benutzen kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Und zwei Bettdecken, einmal zum Drauflegen und einmal zum Zudecken. Komm erstmal mit das Badezimmer. Also das Badezimmer ist original. Von der Fläche wirklich ein Quadratmeter. Die Tür muss offen bleiben, oder wollen wir dir aushängen? Ey, das geht gar nicht, weil guck mal, so, ich kann mich ja nicht mehr hier. Ja, ich muss dich ja noch filmen, trotzdem. Du musst aufbleiben, sonst kriege ich die Tür nicht auf, wenn du da liegst. Oder du bleibst einfach die ganze Zeit bei mir. Alter! Was ist das denn? Alter, ich kann hier Dart spielen. Oh, ich ja. Hab voll keine Alter. Geil. Ich häng die Tür aus. Ehrlich? Ja. Kann man das ohne einen Schraubenschlüssel machen oder wie? Oha, was? Ach, so leicht geht das, einfach eine Tür rauszuheben. So, ich hoffe, es ist kein Fleck auf der Kamera vom Make-up her. Kommt in mein krasses Reich hinein. Ich glaube, du passt hier gar nicht noch rein, weil es not enough space for nothing. Aber Leute, guck mal, wie gemütlich das Licht aus ist. Also, ich chill hier dann einfach und boah, das ist ja echt ganz schön unbequem. Alter, ich lege einfach noch überall Wattepads auf den Boden, dann ist es weicher. Was soll ich großartig sagen? Hier ist meine Küche-Ecke, meine Kochzeile, hier ist mein Bett. Ich habe die Toilette extra abgedeckt mit einem Handtuch, damit nicht die ganze Zeit so Darmbakterien an meine Sachen drankommen. Hier ist mein Unterhaltungsregal, bestehend aus Rubik's Cube-Würfel und aus Ausgrabungsset. Ein Applaus bitte. Ja, dann starte ich jetzt den Timer. Oh. Hey, warte mal. Hallo. Okay, es geht los. Du kannst nicht mehr raus, ne? Ja, aber du kommst doch her und machst Kacke hier. Ja, ich weiß. Und dann? Wo gehe ich denn hin? Dann hast du Pech gehabt. Willst du mich verarschen? Du hast mir noch nie zugeguckt, ne? Nein. Bist du bereit? Ja. 24 Stunden beginnen ab jetzt. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ist das gerade dein Ernst? Na, willst du Geld? Krieg ich die 100 Euro, wenn ich jetzt abbreche? Ja. Ehrlich? Also ich darf auch nicht mit der Hand jetzt raus. Nee, nur zum Lichtschalter, der sich hier befindet. Und wenn ich mir irgendwas... Du darfst nicht raus. Hallo, stopp. Kriegst einen Tritt. Ich darf nicht raus, aber... Du bist raus mit deinem Kopf. Also wenn du noch einmal einen Zentimeter über die Türzarge gehst, kriegst du einen Tritt. Warte. Lass das da liegen. Lass das da liegen. Ich hol das mit dem Föhn. Das ist mein Ohr gebrochen. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich will raus. Sie ist seit 13 Minuten. Easy, oder? Wir sind noch 23 Stunden und 45 Minuten. Mach mal den lieber diesen Würfel. Okay, du kriegst 10 Euro von mir, wenn du es schaffst, bis morgen den Würfel fertig zu haben. Maurice. Das ist ein Rubik's Cube Zauberwürfel. Gelernt, ich kann nicht zaubern. Und auch noch für 10... Alter, 10 Euro, ne? Haben oder nicht haben? Das ist so cozy hier mit den Lichtrocatron. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. Ich habe so viel Zeit. Ich glaube, ich gehe morgen früh duschen. Maurice, finde ich deinen Netflix-Account? Nein. Check ich nicht. Warum? Maurice, wenn du das hier siehst... So Leute, es wird Zeit fürs Angebot. Ich habe hier meine Lean Fat Reducing Grilling Machine. Ich habe hier ganz normales Brot. Oh mein Gott. Wenn ich das Brot mit dem Käse da reinmache, dann schmilzt der. I've got the idea.
So, ich habe mir jetzt hier ein Brot gemacht mit Hähnchenbrust und Käse und ich mache das jetzt so real glowing. It's a prank, bro, it's a prank. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Das ist nicht hart. Willst du mich verarschen? Maurice, Mann! Maurice! Prank, it's only a prank. It's a prank. Bist du komplett behindert, Alter? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Hilfe. Aua, aua, Hilfe. Alter, scheiße, Mann. Oh mein Gott. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Ey, es stinkt so überheftig ekelhaft. Mann, ich wollte doch gerade essen. Hör auf. Maurice, nicht noch eins. Bitte nicht noch eins. It's a prank, bro. It's oh, bist du behindert? It's a prank, bro. Nein, oh Maurice. It's a prank. Oh, ich kann nicht mehr atmen. Oh mein Gott. Ey, das ist nicht... Bist du behindert? Das machst du sauber. Das sieht aus, als hätte jemand ins Waschbecken geschissen. Dumm uns doch hier. Hallo? Also, hallo. Komm mal näher mit der Kamera. Komm mal näher. Riech erstmal. Nimm mal. Stinkt. Guck mal. Riech doch nochmal nach Rauch. Oha, das sieht echt voll lecker aus. Also nicht schlecht. Fast eine Stunde geschafft. Wie fandst du deine erste Stunde? Horror. Fass mal bitte hier drüber. Maurice! Oh, das sieht echt lecker aus. Hört ihr diesen Käse ziehen? Oder? Hi. Ja, aber echt lecker aus. Just look at this. Just look at this. Oh, ich glaube, ich muss mal übel auf Toilette. Bruh. Oh, Mist. Oh, ich glaube, das wird ein großes Geschäft. Oh. Wir machen hier gar keine Geschäfte miteinander. Entschuldigung. Oh nein, geh weg. Oh nein, ich muss echt unnormal. Es kam richtig dringend. Du laberst Scheiße. Hör auf. Da ich ja lebe hier wie im Mittelalter, mit iPad, handeln wir jetzt auch. Und zwar, ey, richtig dumm, wenn eine Butter mit, wo er 24 Stunden im Badezimmer sein muss. Findet ihr, sie darf tauschen, schreibt in die Kommentare. Wirklich, es ist voll kalt. Und gerade muss ich auch noch das Fenster gegen dieser scheiß Rauchbombe. Also, möchtet ihr, dass sie tauscht, schreibt in die Kommentare. Oh, jetzt müssen wir nur noch abwarten, bis das Video hochgeladen ist. Die Kommentare auswerten und dann können wir vielleicht tauschen. Hallo! Gras, also. Wiesengras. Einmal ganz kurz, ein Augenblick. Coziness. Klar. Du hast fast 3 Stunden geschafft. Ich gehe jetzt gemütlich in mein Bettchen. Ich habe dich lang genug hier begleitet. Bist du müde? Wie fühlst du dich? Sehr müde. Meinst du, du kannst schlafen? Ich habe voll Rückenschmerzen jetzt schon, aber muss ich ja. Was? Bequem unter der Toilette? Wir sind keine Fake-YouTuber. Der Dank hört mir auch so wie die Prank Bros zu machen. Wir sind real, Alter. Wir sind real. Wir ziehen die Scheiße durch. Wir ziehen das durch. Maurice, ich zieh das durch. Ich find's witzig, dass wir sowas machen. Ich finde das auch witzig, dass ich das mache. Das Ding ist, ich könnte jetzt auch einfach rübergehen, aber ich schlafe halt wirklich einfach hier im fucking Badezimmer auf dem Klo. Ich hoffe, ich schlafe bis 30 Uhr. Es ist 7:30 Uhr, Kim schläft noch. Ich glaube, sie hat einen guten Schlaf gehabt. Hast du gut geschlafen? Du bitte schlafen? Nein! Mach mich nicht! Ey, du hast schon, Wie spät ist es? Fast die Hälfte. 10? Nein, 7:30 Uhr, mein Wecker hat irgendwo klingelt. 7:30 Uhr? Ja, ich muss pipi. Woke up like this, flawless. Not so. Jetzt werde ich erstmal eine Runde Morgendaten, um erstmal in Schwung zu kommen. Oh, 20. Ups. Ups. Ha. Ich will einen Apfel! Und seit 13 Stunden habe ich noch nichts getrunken. Ich trinke jetzt erstmal was durch. Autsch! Ich trinke jetzt erstmal was durch die Duschbrause. Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal abchecken, was wir alles so Verstecktes im Bad haben. Irgendwelche coolen Masken oder so. Was macht man, wenn man mit seinem Leben nichts mehr anfangen kann und einem langweilig ist? Family Stories gucken? Ey, das ist so witzig. Ich will ja auch mal mitspielen. Ja, du würdest auch genau reinpassen.
Kim hat mich nach einem riesen Schluck Wasser angebettelt. Aber leider Mann, geht das nicht. Mann, ich will's aus dem Glas trinken, Mann. Hier kann ich nicht so richtig richtigen Glück. Das Glas hast du aussortiert. Wie lange dauert jetzt dein Riesenschluck? Damit wäschst du bestimmt immer deinen Arsch und machst dich so richtig an deinen Po dran. Und jetzt muss ich da was trinken. Schon mal vorgekommen, ja. So was Ekelhaftiges, ey. Den Mal kann man es auch nicht machen, aber egal. Gar nicht mal so dumm. Das war aber. Das reicht. Das hat vor allem gekitzelt an meinem Mund. Okay, also mit YouTube jetzt Tutorial. Kommen 10 Euro, machen wir 20. Nein. Und dann gebe ich was aus für uns beide. Okay. Hallo und willkommen zu meinem Zauberwürfel-Tutorial. Bisher dachte ich mal, diese Ruby's Cube-Würfel wären unmöglich, aber Leute, wisst ihr, was ich jetzt schon geschafft habe? Ich hab das weiße Kreuz. Kauft euch alle so einen Ruby's Cube, ne? Also langsam spüre ich mein Gehirn, ne? Das arbeitet gerade. Ich glaube, ich werde das packen. Hä? Achso, hier. So, der muss hier hin. Und schon ist der Stein auch nach links richtig. Nee. Fuck, jetzt habe ich wieder alles durcheinander gebracht. Nur mal ganz kurzer Zwischenstopp, ne, wie weit ich gerade bin. Hast du am Ende einen Fehler gemacht? Ich glaube, du musst neu machen. Oh Mann, Maurice, ich schwöre auf alles, das ist gerade echt. Oh fuck, Mann, jetzt mach die Kamera mal bitte aus. Wir sehen, alle Ecksteine sind an ihrer richtigen Position. Nein. Ich habe einfach alles verdreht. Du hast dein Bein nicht verdreht! Seit du angefangen hast, sind schon fast 2 Stunden vergangen. Fuck! Erstmal mein Grill sauber mit Toilettenpapier und dann grill ich mir Schnitzel. Ihr seht das ja. Ich lege mich jetzt mal so ein paar drauf und dann, ja. Meine Schnitzel braten schon richtig. Da, nice! Oh, Hilfe. Hey, und jetzt, es ist immer noch nicht. Ich hasse mein Leben, Mann. Ich hasse dieses Ding. Oh, Mann. Ich brauche jetzt irgendwas. Ich muss entspannen. Ich brauche jetzt ein bisschen Musik. Okay, ich sah noch nie so komisch aus in meinem Leben. Ich sehe richtig gruselig aus. Jetzt komme ich, würde ich aus so einem Horrorfilm kommen. Was nehme ich als Teller? I need a teller. Teller, teller is what I need. Das ist meine. Diese Maske ist so eklig. Das ist meine Tellerschale. Also wenn das nicht appetitlich ist. Irgendwie brennt das gerade schon ein bisschen. Ich mach das mal ab. Oh mein Gott, das sieht einfach so aus, als hätte Maurice sich damit seinen Arsch abgewischt. Oh, das war nur mein Gesicht. Ich war jetzt gerade duschen. That was amazing. That felt good. Ich werde mich gleich nochmal an den Zauberwürfel dran setzen. Und weil ich muss den unbedingt blöd. Dann mache ich mich jetzt erstmal ready. Ah! Oh Mann, Maurice! Also muss ich jetzt nochmal alles von vorne machen oder was? Hä? Ich glaub schon. Oh Mann, Alter, das ist so ein. Meinst du, du kriegst das jetzt hin? Das sieht gut aus. Oh mein Gott! Wir haben's. Ich hab's ganz alleine gemacht. Du hast die 24 Stunden fast rum noch. 3 Stunden. Ey, die hat das einfach nicht so ausgemacht, ne? Es sind jetzt noch 13 Minuten. Also ich muss eigentlich sagen, für mich war es auch angenehm. Soll ich jetzt die ganze Zeit für... Mein Hammer ist kaputt gegangen. Ehrlich? Mann, Alter, wie schön. Mach mein Messer nicht kaputt. Kennt ihr dieses Geräusch? Ai! Hast du noch was zu sagen in den letzten 2 Minuten? Es kam mir gar nicht so lange vor, muss ich sagen. Also ich war davon, glaube ich, auch eine Stunde duschen. 6 Stunden diesen Würfel gemacht. 9 Stunden geschlafen. Eigentlich voll der normale Tag. Aber mein Rücken wurde komplett auseinandergenommen. Und überall sind eklige Sachen und ekelhaft. Und hör auf, Rauchbomben in enge Räume zu werfen, wo man nicht raus kann, Maurice. Wieso? Zwar so, stirb oder verlier, weißt du? Und dann lieber sterben wir halt. Ne? 10. Ehrlich? 9. 8, 7.
Lieber Spaß. Achso. 3, 2, 1 und du bist frei. Ehrlich oder verliere ich jetzt? Zeig den Timer. Nein, der macht ein Geräusch. Verarschen kannst du mich nicht. Gut. Ha! Ja! Ja! Geil, Alter! Was? Das war der andere Timer. Du hast noch 4 Minuten. Nein, du laufst scheiße. Gar nicht, Alter. So, Leute, das war's von meinem Video. Kannst du erstmal das Badezimmer aufräumen? No. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Caramella. Pink Caramella auf Instagram. Abonniert diesen Channel für coole Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace! Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.